One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Kein Geld mehr fürs Taxi? Mhm. Nicht ganz ungefährlich, nachts bei wildfremden Männern ins Auto zu steigen. Mache ich öfter, ist noch nie was passiert. Ja, dir nicht. Sie können mich da vorne an der Einfahrt rauslassen. Gut. Ich kann dich auch bis zur Tür bringen. Passt schon, danke. Aber du steigst jetzt nicht aus, weil du Angst vor mir hast, oder? Sicher nicht, Herr Thalkötter. Kennen wir uns? Ich hab sie gerade gegoogelt. Ihr Kennzeichen ist ET, Eckehard Thalkötter. Sie spielen in der Altherrenmannschaft Horsthausen Fußball, haben heute 1-0 gewonnen und arbeiten im Finanzamt. Ich glaube, harmlos an Öder geht's nicht, oder? Tschüss. So, und danke fürs Mitnehmen. Herr Thalkötter. Thank you.
Guten Morgen, Münster. Hier kommt unser aktueller Polizeireport. Seit letzter Nacht wird eine Schülerin vermisst, Emily Boyle. 18 Jahre, ist gestern nach einer Party im Club Ground Control nicht nach Hause zurückgekehrt. Laut Polizei gibt es jetzt erste Hinweise. Es wurde beobachtet, dass Emily gegen 1 Uhr nachts in ein Auto gestiegen ist. Es soll sich um einen roten Wagen älteren Baujahrs handeln. Das Kennzeichen beginnt mit MS für Münster-ET. Soweit also Kriminalhauptkommissarin Anna Springer. Also, wenn ihr das Fahrzeug gesehen habt, wenn ihr letzte Nacht im Ground Control oder auf dem Horsthauser Landweg unterwegs wart und etwas beobachtet habt, die Polizei nimmt jeden Hinweis entgegen. Unter Hashtag Wo ist Emily könnt ihr euch aktiv beteiligen. Ein Verbrechen? Vielleicht. Gibt's schon Verdächtige? Bisher nur dich. Sehr witzig. Kam gerade im Radio. Anna ermittelt bereits. Weswegen? Emily Boll, 18 Jahre, ist letzte Nacht in deine rote Schrottkarre gestiegen und seitdem nicht wieder aufgetaucht. Das kann nicht sein. Ich hab die nach Hause gebracht. Ich wollte sie sogar noch vor die Tür bringen. Und dann erzähl das mal Anna. Am besten sofort. Scheiße. Warte mal kurz. Adresse? Ganz nice aus. 50, weil du es bist. Na, steck mal, ich bin auf Bewährung, okay? 40? Alles gut. Wenn du es dir anders überlegst, weißt du ja, wo du mich findest. Hallo? Falls Sie zu den Journalisten da draußen gehören, ich habe Ihnen nichts zu sagen. Nein, Alexandra Holtkamp. Ich bin Anwältin. Herr und Frau Boll erwarten mich. Ach so. Sagen Sie, was ist denn passiert? Emily ist verschwunden. Die Tochter? Die Belagerung wird sich im Laufe des Tages wahrscheinlich noch verschlimmern. Warum schicken Sie die Leute nicht einfach weg? Ja, das ist die Krux. Einerseits brauchen wir die Öffentlichkeit, um Emily zu finden. Andererseits, ich finde es auch zum Kotzen. Das ist unerträglich. Wir schaffen das. Alex? Frau Boll, Herr Boll, ich habe es gerade erfahren. Es tut mir sehr leid. Was machst du hier? Frau Holtkamp regelt unseren Zugewinnausgleich. Zugewinnausgleich? Wir lassen uns scheiden. Ach, so sieht man ihn gar nicht an. Eine einvernehmliche Trennung in Liebe und gegenseitigem Respekt. Und aus Verantwortung für das Familienunternehmen. Und unsere Tochter. In der Reihenfolge? Alles, was jetzt zählt, ist selbstverständlich das Leben von Emily. Oh Mann, Georg. Was sage ich Anna denn jetzt? Ja, die Wahrheit natürlich. Was ist los mit dir? Man kann es nicht aufpassen? Idiot. Ist ein Problem? Ich habe diese Emily nur mitgenommen, weil ich dachte, dann ist sie wenigstens in Sicherheit. Alles klar. Hätte ich bloß gewartet, bis sie im Haus ist. Und irgendwie war die so tough. Schlau. Intelligenz nützt nichts, wenn der Kidnapper schon hinterm Busch lauert. Da traut man sich ja überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Lassen Sie Frau Holtkamp die Sache mit der Presse regeln. Ich mache das gern. Gibt es denn eine Lösegeldforderung? Leider nein. Leider? Tja, dann könnten wir wenigstens von einem Verbrechen aus Geldgier ausgehen. Habt ihr schon eine Spur? Nur ein Hinweis. Mehr als das. Im Internet ist ein Bild des Autos aufgetaucht, in das Emily eingestiegen ist. Wir werden den Kerl bald haben. Overbeck? Was heißt das jetzt? Ich meine ja nur... Ohne die sozialen Medien ist moderne Polizeiarbeit heute doch gar nicht mehr denkbar. Sozial, dass ich nicht lache.
Tag. Wir wollen zu Anna Springer. Wir? Ja. Ecki, stell dich nicht so an. Die werden dich nicht gleich verhaften. Sind Sie gerade mit dem roten Wagen vorgefahren? Ja. Ich nehme Sie vorläufig fest. Hände auf den Tresen, Beine auseinander. Aua! Hey, ich war das nicht. Haben Sie das Mädchen mitgenommen oder nicht? Doch, hab ich, aber... Wenn er der Entführer wäre, dann wäre er doch nicht freiwillig hier aufgetaucht. Das ist nicht Ihr Problem. Aua. Wo ist Ihre Vorgesetzte jetzt? Unterwegs. Toll, Georg. Vielen Dank. Chef. Ach, Overbeck. Den Eltern falsche Hoffnungen machen. Den Kerl werden wir bald haben. Jede Wette, Chef. Heute können wir pünktlich Feierabend. Hören Sie doch auf. Nur weil ein Handyfoto im Internet auftaucht. Bingo. Wir haben ihn. Hashtag, wo ist Emily? Der Verdächtige hat kapiert, dass er gegen die Netzgemeinde keine Chance hat. Der Fall ist so gut wie gelöst. Mein Bauchgefühl sagt mir was anderes. Bauchgefühl? Das ist doch Polizeiarbeit aus dem letzten Jahrhundert, Chef. Frau Springer, schon gehört, wir haben... Längst angekommen. Gute Arbeit, Kollege. Hat sich ganz schön gewehrt, der Hund. Gefährlich? Aber hallo. Ach, die beiden, die kenne ich. Die wollen nur spielen. Hallo, Anna. Endlich. Wenn ich gewusst hätte, dass ich wie ein Schwerverbrecher behandelt werde, dann wäre ich gar nicht erst gekommen. Es tut dem Kollegen leid, nicht wahr, Lütke? Ja, klar. Tut mir leid. Wir gehen in mein Büro. Wir drei. Anna, wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Wagen durchsuchen. Von oben bis unten. Mit eurer ganzen Spezialtechnik. Kein Mensch glaubt, dass du dem Mädchen was angetan hast. Aber bei uns liegen die Nerven blank. Zwei Morde an jungen Frauen in 2 Jahren. Und dann verschwindet Emily, ausgerechnet an derselben Straße. Ein Serientäter? Möglich. Ich habe gleich ein Gespräch mit unserer Frau Kriminalpsychologin. Und die beiden anderen waren? Hanna Borghorst, Lehramtsstudentin, verschwindet vor 2 Jahren, wird ermordet. Knapp 11 Monate später Laura Diekmann. Und beide waren in diesem komischen Club, in diesem Ground Control. Die eine als Gast, die andere hat als Barkeeper gearbeitet. Glaubst du, Emily ist entführt worden? Vielleicht ist sie einfach nur abgehauen. Schön wär's. Chef! Overbeck, was hatte ich gesagt? Im Netz ist ein Video von Emily aufgetaucht. Was wollen Sie von mir? Verschwinden Sie! Oh mein Gott. Lassen Sie mich in Ruhe! Was wollen Sie von mir? Verschwinden Sie! Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Hier und hier sind Hanna Borghorst und Laura Diekmann das letzte Mal lebend gesehen worden. Und circa hier habe ich sie wieder rausgelassen. Hat der Täter alle seine Opfer gefällt? Ja, und zwar ab dem Moment, wo er sie sich im Club quasi ausgesucht hatte. Bis zu ihrem Ende. Und woher kommen die Videos? Von einer dieser einschlägigen Internetseiten, von denen ich am liebsten keine kennen möchte. Da oben, ein bisschen weiter weg von der Straße, da sind die Frauen gefunden worden. Und zwar jeweils 3 Tage nach ihrem Verschwinden. 3 Tage? Und dann ist ja möglich, dass Emily noch lebt. Ja, aber es sind schon 12 Stunden rum. Und wir haben noch keine einzige Spur. So, falls ich noch Fragen habe, dann melde ich mich. Danke, Anna. Tschüss, Anna. Ja, tschüss. Sie lassen sie laufen? Ja. Oh, Frau Springer. Frau Appeldaum. Hallo. Ich hoffe, es frisst nicht zu viel meiner Zeit. Oh, es ist mir bewusst, dass Sie im Moment nicht im Dienst sind. Aber ich dachte, in diesem ganz speziellen Fall... So, dann können wir ja anfangen. Sie fahren in die Schule von Emily Overbeck. Vielleicht hat die ihren Freunden irgendetwas erzählt, was uns weiterhilft. Bitte sehr. Aber das ist...
Das ist gute alte Polizeiarbeit. Und die können Sie doch noch. Oder? Ich glaube, ich spinne. Was soll denn das? M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Du wirst berühmt. Darauf kann ich verzichten. Fahr nach Hause, Ecki, da hast du deine Ruhe. Hoffentlich. Dem Täter geht es in erster Linie um Kontrolle. Die Angst seiner Opfer ist Teil seiner Inszenierung. Ah, Inszenierung? Die Taten folgen tatsächlich einer Dramaturgie. Im ersten Akt sucht er sich die Mädchen aus, im zweiten bringt er sie in seine Gewalt und am Ende gipfelt es schließlich in Mord. Klingt so zynisch, hm? Nein, das ist die Psychologie des Bösen. Glauben Sie mir. Ich bin wirklich nicht traurig, diesen Job nicht mehr machen zu müssen. Aber ich muss diesen Job noch machen. Bitte geben Sie mir irgendetwas, was mir weiterhilft. Außer dem, was ich zu den damaligen Fällen gesagt habe, müsste ich mich ja völlig neu einarbeiten. Es tut mir leid, das ist unmöglich. Hören Sie mal, Frau Appeldorn, auch ich hasse manchmal meinen Beruf, ja? Auch ich hätte es ganz gerne bequem. Aber wissen Sie, was mich immer wieder in mein Büro treibt? Ihre Profilneurose? Mein Gewissen. Sind Sie verheiratet? Ich war immer mit meinem Beruf verheiratet. Sehen Sie, das unterscheidet uns. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, danke. Overbeck, Kripo Münster. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Es geht um Emily Boll. Die ist doch von dem Typ in dem roten Auto entführt worden. Vermutlich nicht. Echt? Das muss ich mal wieder updaten. Wie gut kennen Sie Emily? Wir waren ein paar Mal zusammen feiern. Aber Julius steht auf sie. Hey, Julius! Den Spaß hat Emily garantiert abblitzen lassen. Was ist? Sie sind mit Emily Boll befreundet? Wer will das wissen? Bleib mal locker. Ist ein echter Kommissar. Emily und ich haben zwei Kurse zusammen und ich helfe manchmal beim Mathe. Mhm. Hat sie mal erwähnt, dass sie sich verfolgt oder belästigt fühlt? Keine Ahnung. Vielleicht von dir? Quatsch. Wenn Bus kommt. Okay. Ey, super, dass Tim schreibt, dass sie den Täter gleich schnappen. So, schreibt er das? Ja, weil der Kerl so blöd ist und zu sich nach Hause fährt. Wilsberg. Ich bin's, Ecki. Du, die lauern mir jetzt schon vor meiner Wohnung auf. Oh, woher haben die deine Adresse? Mensch, was weiß ich aus dem Internet-Telefonbuch? Was mache ich denn jetzt? Fahr in die Stadt, kauf dir neue Klamotten und dann komm hierher. Oh Mann. Vielleicht sollten Sie besser selbst reden. Gib mich doch in meinem Zustand nicht dieser Meute preis. Wenn, dann nur gemeinsam. Ich spreche im Namen von Emilys Eltern. Warum kommen die denn nicht selbst? Emily ist ihr einziges Kind. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sie sich momentan gar nicht in der Lage fühlen, öffentlich aufzutreten. Glauben Sie, dass Emily ein weiteres Opfer des Serienkillers geworden ist? Bitte nehmen Sie auch von solchen Fragen Abstand. Und an die Bevölkerung richten wir den Aufruf. Halten Sie die Augen offen. Jeder Hinweis könnte wichtig sein. Im Internet heißt es, der Täter hat sich bereits gestellt und sei dann wieder freigelassen worden. Davon hätten wir sicherlich Kenntnis. Wir arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Warum ist Emily überhaupt nachts allein nach Hause gefahren? Haben die Eltern der anderen Opfer schon Kontakt zu Ihnen aufgenommen? Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Hallo,
Hi. Ich würde gern meinen Typ verändern. Aha. Und wie stark auf einer Skala von 1 bis 10? 17. Ich komme. Falls Sie Comics suchen, die haben wir nicht. Hallo, Ecki. Wie, hallo, Ecki? Super Verkleidung. Da hat sich meine Investition ja gelohnt. Ja. Hallo, Alex. Wow. Ecki, der Gangster-Rapper. Ja, besser als Ecki, der potenzielle Serienkiller. Ja, ich hab schon gehört. So ein Mist. Jedenfalls erkennt ihn jetzt keiner mehr. Naja, ich fürchte, da war mal wieder jemand schneller. Wie jetzt? Die Verkäuferin. Dieses Biest. DJ Sandy schreibt, Emily leidet und der Kerl geht shoppen. Und Superdustin schlägt vor, mich am besten gleich zu kastrieren. Jetzt hört doch einfach auf, euch mit diesem Mist zu beschäftigen. Mist? Georg, die Leute hetzen gegen mich. Und alle Welt kann das lesen. Wer alles glaubt, was im Internet steht, ist dumm wie Brot. Und von einer Scheibe Pumpernickel wird's doch auch nicht weglaufen. Sagt der, der keinen Computer hat. Und wozu brauche ich den? Um anonyme Anschuldigungen zu lesen? So läuft es nun mal im World Wide Web. Findet euch einfach damit ab. Die Leute sitzen sich vor ihrem Rechner die Ärsche platt. Das ist es, Georg. Was? Ja, stattdessen sollten sie die Ärsche hochkriegen. Wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie Emily suchen. Also, ich meine, so richtig suchen. Dann bist du erstmal aus der Schusslinie. Jedenfalls vorerst. Und Emily hätte noch eine Chance. Wir haben noch 2,5 Tage. Ja, hört sich gut an, aber wie stellt ihr euch das vor? Durch einen Aufruf? Hm? An alle, die bei Wo ist Emily eingeloggt sind, wir treffen uns zu einer großen Suchaktion. Hey! Hast du das Ding? Unter einer Bewährung? Das ist für einen guten Zweck. Sagen alle. Hast du von dem Typen gehört, der den Tramper mitgenommen hat? So genau will ich das alles gar nicht wissen. Hast du auch Munition? Geh aufs Haus. Danke, dass ihr unserem Aufruf gefolgt seid. Danke auch an Sandy, die dafür gesorgt hat, dass wir uns hier treffen können. Ja, kein Thema. Oberbeck, Kripo Münster, Abteilung Big Data. Was will denn der Bulle hier? Wir kooperieren. Anders macht die Suchaktion keinen Sinn. Die sind doch zahlunfähig. Ihr habt sie noch gehabt und dann wieder laufen lassen. Das war ein Fehlalarm. Wer hätte ich denn gefragt, ja? Ich kenne dich doch irgendwoher. Du bist doch der Kumpel von diesem Schwein, oder? Und du bist sicher super, Dustin. Hast du ein Problem? War nur geraten. Leute, ich glaube, wir können uns die ganze Suchaktion hier sparen. Wenn ich mir den hier richtig vorgenommen habe, wissen wir, wo Emily ist. Okay, das reicht. Oberbeck, machen Sie doch irgendwas. Nee, reg dich mal an, ja. Dustin Jörgereit? Ja, wieso? Das ist ja richtig spannend. Sachbeschädigung, illegaler Waffenbesitz, Körperverletzung. Und die JVA Bielefeld-Senne hält für Sie eine Pritsche warm, falls Sie gegen Ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Steht das im Netz oder was? Noch, nur in Ihrer Akte. Ich schlage vor, wir fangen mal an zu suchen. Was sollen wir denn eigentlich genau machen? Ja. Wir teilen uns in Gruppen auf und durchsuchen den Wald. Leute, die sich im Internet zum Nichtstun verabreden. Bunte Mischung, hast du ja gesehen. Wenigstens unternehmen sie jetzt was. Ja. Sandy ist DJ im Ground Control. Das zweite Opfer war eine Freundin von ihr. Hey! Hier sind Fahrradspuren. Einer von denen arbeitet im Antikhof von Emilys Eltern. Ich nehme mal an, er macht mit, weil er Emily kennt. Hier sind auch welche. Wir müssen da lang. Und die anderen?
Naja, das Internet gibt ihnen das Gefühl, an etwas Großem, Wichtigem beteiligt zu sein. Ach so, ich fahre jetzt noch mal zu Emilys Eltern. Soll ich dich mitnehmen? Ich schaue mich hier noch mal um. Julius von B meint auch, dass die ganze Aktion schwachsinnig ist. Er kann nur schlau labern. Du bist hier, er nicht. Was machst denn du da? Siehst du doch, ich räume auf. Hast du nichts Besseres zu tun? Unsere Tochter ist verschwunden. Ich versuche, Ordnung in das Chaos zu bringen. Unsere Welt fliegt auseinander und du faltest Klamotten. Sieh dir die Fetzen doch an, die du ihr gekauft hast. Papa, ich brauche unbedingt diese Hotpants. Dieses Top muss ich unbedingt haben, Papa! Du bist mal wieder eifersüchtig auf deine eigene Tochter. Und weißt du was? Ich kann dich sogar verstehen. Weil Emily das Leben genießen kann, im Gegensatz zu dir. Hallo? Jemand da? Sie da drin gefangen hält? Ich gehe jetzt rein. Du wirst gar nichts machen. Ja. Wo seid ihr? Okay. Hab ich. Bin unterwegs. Aber keine Alleingänge, klar? Ist berechnet. Der Straße weiter folgen. Emily ist einfach nur jung! Ja. Sie sah darin aus wie ein Flittchen! Susanne, hör endlich auf damit. Wenn du irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun hast, dann gnade dir Gott! Sag mal, du bist ja vollkommen verrückt geworden! Entschuldigung. Die Terrassentür war offen. Ich dachte schon, in Münster gibt's wieder einen Wolf. Und was sind Sie dann, Rotkäppchen? Eine junge Frau ist verschwunden. Das ist leider kein Märchen. Ja, das habe ich mitbekommen. Und ich, dass Sie heute Morgen bei der Polizei waren. Wir organisieren eine Suchaktion von Freiwilligen. Ah, lauter junge Leute. Ja. Was macht denn so ein alter Sack wie ich? Entschuldigung, aber das macht Sie schon verdächtig. Damit kennen Sie sich ja aus als Kriminalpsychologin. Ah, hat Frau Springer geplaudert. Ja. Hiltrud Appeldorn. Georg Wilsberg, Privatdetektiv. Privatdetektiv? Ja, falls Sie sich jetzt Hoffnung auf neue Erkenntnisse machen, muss ich Sie leider enttäuschen. Also erstens würde ich Ihnen ja wohl kaum was sagen und zweitens bin ich nicht mehr bei der Polizei. Aber das Schicksal der Mädchen lässt Sie nicht los. Schaut mal da! Fuck, Mann, Scheiße, ist das aufregend. Selfie time. Ameisen-Scheiße. Oh. Wenn nicht gleich ins Netz stellen, ja? Jetzt weiß der Typ da drin. Ja. Wo bleibt eigentlich dieser Brillentrottel? Achtung, in 50 Metern links halten. Neuberechnung. Die Route wird aufgrund aktueller Verkehrsmeldungen neu berechnet. Erzähl keinen Blödsinn! Die Route ist berechnet. Bitte der Route weiter folgen. Ich wünschte, Sie und Ihre Leute hätten Erfolg mit Ihrer Aktion und würden Emily finden, bevor es zu spät ist. Sie glauben nicht dran? Ehrlich gesagt, nein. Was macht Sie so pessimistisch?
Dann wäre der Täter so leicht zu durchschauen, hätte man ihn damals schon erwischt. Aber Sie könnten uns helfen. Ich habe der Kommissarin schon eine Absage erteilt. Wir sind nur ein Haufen Amateure. Mit Ihnen hätten wir eine echte Expertin dabei. Ich überleg's mir, okay? Achtung, jetzt links halten. Der Route weiter folgen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Na, endlich. Was genau habt ihr beobachtet? Da ist jemand in der Hütte. Wie viele? Bislang haben wir nur einen gesehen. Bewaffnet? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Na, dann wollen wir mal. Keine Ahnung, ich gehe nur auf Karpfen. Ah, Glückwunsch, Overbeck, zu Ihrem ersten Online-Einsatz. Danke. Ich konnte Ihr Scheitern live miterleben. Dann hatten Sie einen gemütlichen Nachmittag im Büro, Chef. Ich war nicht untätig. Damit sich das Internet nicht dauernd über uns lustig macht, hier bitte sehr, eine Liste mit den Verbindungsdaten von Emilys Handy. Eine Nummer hat sie besonders oft angerufen, die gehört Julius van Bebber. Den kenne ich. Das ist ein Mitschüler von Emily. Hat ihr bei Mathe geholfen? Bei Mathe, so, so. Wo wollen Sie denn hin? Ich werde mal mit dem Knaben reden. Ja, da komme ich mit. Ich weiß nicht, ob das was für Sie ist, Overbeck. Wieso? Ich gehe da offline hin. Na, endlich. Und? Dir was gefunden? Eine arbeitslose Kriminalpsychologin. Wahnsinn. Hashtag Wo ist Emily hat über 300 Follower. Und neu dabei Sam98. Regt sich darüber auf, dass die Eltern von Emily sich nicht an der Suchaktion beteiligen und vor den Kameras verstecken. Hallo? Ja, aber darüber habe ich auch schon nachgedacht. Sag mal, die beiden sind mit den Nerven am Ende. Wenn ich nicht zufällig aufgetaucht wäre, wären die sich wahrscheinlich an die Gurgel gegangen. In so einer Situation würde man doch eher zusammenhalten. Ja, aber die beiden trennen sich gerade. Ah. Außerdem ist die Mutter ein Giftzahn. Sie gibt dem Vater die Schuld, dass Emily sich so aufreizend gekleidet hat und in diesen Club gegangen ist. Vielleicht ist der Täter ein Stammgast? Die suchen da gerade Personal. Ich könnte mich mal umhören. DJ Ecki präsentiert die größten Hits des letzten Jahrhunderts. Und die Frauen werden ihn trotzdem annehmen. Zumindest die auf den Ü50-Partys. Haha. Ich kann mich auch an der Bar bewerben. Du kriegst ja schon ein Schleudertrauma vom Cocktail-Shaken. Im Ernst, Ecke, ich würd's lassen. Super, das Ziel hatte ich immer noch auf dem Kicker. Oh, ja, auf geht's. Wir müssen die anderen treffen. Hey, hallo. Ich fühle mich total nutzlos. Die Spülmaschine könnte mal wieder angeworfen werden. Welche Spülmaschine? Emily Boll ist also eine Schulfreundin. Nur eine Schulfreundin? Nee, ich bin nicht so der Frauentyp. Kommt noch, mein Junge. Ich war auch ein Spätzünder, aber dann bin ich so richtig durchgestartet. Was sind denn das für Punkte? Das sind die Leute vom Suchtrupp. Das ist doch dieser Club hier. Das heißt, Sie haben die Handys von allen gehackt? Gehackt. Ich bin der Webmaster von Hashtag Wo ist Emily. Und jeder, der sich da einloggt, erklärt sich einverstanden damit, dass ich auf seinen Standort zugreifen darf. Wer ist denn so blöd? Steht in den Nutzungsbedingungen. Und die liest ja kein Schwein. Ach echt? Und Emilys Handy? Was soll damit sein? Können Sie das auch outen? Es dürfte doch kein Problem für dich sein. Ich will mal ganz deutlich werden. Entweder Sie unterstützen uns oder... Oder? Oder? Oder ich lasse das hier alles abholen. Und das LKA untersucht diese ganzen hübschen Maschinen. Ich bin auch der Webmaster von unserer Abi-Seite.
Aha, weiter. Also theoretisch könnte ich im Speicher nachsehen, wo Emilys Handy zuletzt online war. Theoretisch, immerhin. Aber wenn ich das rausrücke, dann verstößt das gegen den Datenschutz. Sag mal, in welcher Welt lebst du eigentlich? Deine Schulfreundin wird entführt. Wir befürchten das Allerschlimmste. Und du redest von Datenschutz? Aber erzählen Sie es bitte niemandem. Bitte. Emilys Handy. Und wissen Sie, wo das ist? Ja, ich denke schon. Na also, geht doch. Overbeck, Sie gehen mit. Komm. Bestellt euch was, geht aufs Haus. Würde ich ja gern, wenn der Idiot da hinten das mal gebacken kriegt. Ach so. Na, der ist neu, gib ihm Zeit. So aus, als wäre die Truppe ziemlich geschrumpft. Die meisten haben leider schon nach 2 Stunden die Segel gestrichen. Noch besteht eine Chance, Emily leben zu finden. Wir sollten nicht aufgeben. Hey, Flachpfeife! Die Luft ist hier so trocken. Wir haben Happy Hour. Pussy. Hast du mich gerade Pussy genannt? Pussycat. Ist der Cocktail des Tages. 5 €. Willst du sein? Man kann sich das vielleicht kaum noch vorstellen. Aber ich war früher auch so ein Typ wie du. Ach. Einer von denen, die nicht so angesagt waren. Mit einem fiesen Spitznamen. Und welchen? Klemmbrett. Klemmbrett. Was ist das denn? Das ist so ein Ding, mit dem du wichtige Unterlagen und Notizen zusammenfasst. Also quasi ein Laptop. Ja, nicht so cool. Und jetzt? Sind Sie eine Art IT-Experte? Naja, ich versuche halt, unser Präsidium so ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Könnten Sie ja vielleicht noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Bingo. Nicht anfassen. Fingerabdrücke. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Wenn du magst, dann zeige ich dir auf dem Präsidium mal, was wir so an Technik haben. Da legst du die Ohren an. Das war keine gute Idee. Ich kann nicht den ganzen Tag bei dir auf der Couch sitzen und Nüsse essen. Was, wenn dich jemand erkennt? Unterschätzt Super das denn nicht? Meine Güte, was das hier oben angeht, bin ich die meilenweit voraus. Der ist vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber das macht er durch seine Polizeiakte wieder wett. Na? Ein gutes Bier dauert 7 Minuten, nicht 7 Stunden. Wenn er an dem Tempo weitermacht, kann er mir gleich den Morgenkaffee servieren. Sehr. Welche Informationen willst du dir denn mit diesem billigen Tricker kaufen? Keine. Ach. Das hältst du eigentlich von Hiltrud Appeldorn? Warum fragst du? Ich habe sie gestern bei der Suchaktion kennengelernt. Ach. Engagiert sie sich jetzt doch? Ich hoffe es. Ich halte von ihr, was ich von den meisten Kriminalpsychologen halte, nämlich nicht übermäßig viel. Ich fand sie ganz überzeugend. Tatsächlich, ja? Wovon hat sie dich denn überzeugt? Hat sie dir erzählt, dass der Täter über gute Ortskenntnisse verfügt? Dass sein prägnantes Zeitmanagement charakteristisch ist für einen berufstätigen Familienmenschen? Ach, und nicht zu vergessen die Machtdemonstration, die auf einen Mann schließen lässt, der in seinem beruflichen und privaten Umfeld eher zurückhaltend wirkt. Hm. Klingt interessant. Hat sie aber alles nicht erzählt. Ja, diese ganze Kaffeesatzleserei, ich bitte dich, die ist
blöd und führt zu nix. Warum ist sie nicht mehr bei den Ermittlungen dabei? Burnout. Private Probleme. Nein, nein, man kann mich gerne altmodisch nennen. Aber ich halte mich an handfeste Beweise. Und was erzählen die? Leider nichts. Emilys Handy, sind nur ihre Fingerabdrücke drauf. Was ist das denn? Den haben wir damals gefunden in der Nähe des zweiten Opfers. Könnte zu dem Versteck gehören, in dem die Mädchen gefangen waren. Und? Nix und, Georg. Uns fehlt die passende Tür. Ta-ta-ta-ta. Hier haben wir das Herzstück der modernen Polizeiarbeit. Mega-Server, 2-Kern-Prozessor, RAID 4 mit 3 Terabyte und High-Speed-DSL, 10 Mbit. Wow, ich war schon lange nicht mehr im Museum. Ja. Dann schauen wir doch mal bei meiner Chefin vorbei. Die schreibt vielleicht noch mit einer Schreibmaschine. Natürlich nur heimlich. Aber der Anhänger ist doch auffällig. Woanders vielleicht, aber Speckbrett ist Münsteraner Nationalsport, ja. Das weißt du doch. Es gibt jede Menge Vereine. Deren Mitglieder habt ihr alle überprüft? Ja, klar. Es gibt ja auch solche, die außerhalb von Vereinen spielen. Da könnte ich ja der gesamten männlichen Bevölkerung Wattestäbchen in den Mund stecken. Ja. Ah, da kommt unser IT-Spezialist mit seinem Praktikant. Ach. Meine Chefin sammelt alle Beweise in einem Karton. Obwohl wir natürlich alles längst digitalisiert haben. Und was ist das? Das ist ein Schlüssel. Damit öffnet man Türen. Dazu steckt man den Schlüsselbart in ein Schlüsselloch und dreht es um. Eine alte, bewährte Methode der Zugangskontrolle funktioniert analog. Und woher kommt er? Das wüssten wir auch gerne. Ich könnte da mal was ausprobieren. Warum nicht? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Overbeck. Keine Sorge. Ich habe alles im Griff. Wer von den beiden ist eigentlich der Praktikant? Finde ich super, dass du bei uns mitmachst. Soll ich etwa tatenlos zusehen? Das ist ja immerhin vor unserem Club passiert. Die Leute zerreißen sich das Maul über uns. Für die sieht es aus, als ob wir herumsitzen und Däumchen drehen. Wir könnten eine Stellungnahme formulieren. Mein Leben bricht gerade auseinander. Da werde ich mich sicher nicht der ganzen Welt erklären. Verdammt nochmal, Susanne, es geht hier aber nicht um dich! Bitte, fangen Sie nicht wieder damit an. Reiß dich zusammen. 3 der 4 Sätze, dann hast du es hinter dir. Ich schlage vor, wir posten eine Videobotschaft. Erzählen Sie etwas über Ihre Tochter. Das erzeugt Mitgefühl. Vielleicht auch beim Täter. Frau Holtkamp hat recht. Ganz ohne Aufwand. Nur mit meinem Handy gefilmt. Meinetwegen. Vielleicht noch ein wenig näher zusammen, sonst muss ich so weit nach hinten. Ja. Gut, von mir aus kann's losgehen. Bitte. Wer auch immer unsere Tochter in seiner Gewalt hat, wir flehen Sie an. Geben Sie uns Emily zurück. Hey, Leute. Bitte. Wer auch immer die Eltern melden sich. Seiner Gewalt hat. Wir flehen Sie an. Geben Sie uns Emily zurück. Sie ist ein so wunderbares Mädchen. Lebenslustig, hilfsbereit. Sie hat doch noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie macht demnächst Abitur und will danach Tiermedizin studieren. Wir danken allen, die sich auf die Suche nach unserer Tochter machen. Bitte geben Sie nicht auf. Das haben Sie sehr gut gemacht. Sam 98 schreibt. Mir kommen die Tränen. Sam geht mir echt auf den Geist mit seinen zynischen Kommentaren. Normalerweise bräuchten wir hier einen traversierenden Lasersensor. Aber wenn man die Aufnahmen in ihre Einzelbilder zerlegt, kann man in der App das Ganze simulieren und die Konturen als 3D-Modell nachbauen.
Verstehe. Ich hoffe, was wir hier machen, ist legal? In dieser Teil der Operation schon. Na, Fall gelöst? Auf dem besten Weg. Unsere App simuliert gerade einen traversierten Lasersensor. Aha. Jeden Depp seine App. Frau Springer! Dieser Herr hier möchte seine Zeugenaussage machen. Hier habe ich gelesen. Jeder Hinweis ist nicht... Mist, warum stürzt das Teil immer ab? Was haben Sie denn gesehen? Im Wagen, vorgestern Nacht, am Horsthauser Landweg. Verdammte Scheiße! Aha, haben Sie denn den Fahrer erkannt? Ich muss nachts mit meiner Lotti immer vor die Tür. Blasenschwäche. Oh. Lotti hat eine Blasenschwäche. Bei mir ist alles okay. Mein Urologe sagt immer... So ein Schrott. Ich glaube, wir gehen besser in mein Büro, nicht wahr? Da sind wir ungestört. Viel Spaß noch. Kommen Sie. Viel Erfolg noch, die Herren. Mein Sohn, er arbeitet bei Boll. Die Sache mit der Tochter seines Chefs hat ihn ziemlich mitgenommen. Soweit ich weiß, haben Sie ein ziemlich genaues Profil des Täters erstellt. Das könnte uns bei der Suche sehr helfen. Die Zeiten sind vorbei, Herr Wilsberg. Fühlen Sie sich nicht eigentlich total unterfordert? Unterfordert? Bitte. Das ist Hein, mein Mann. Tag. Der Zeuge sagt, es war gegen 1 Uhr. Vielleicht irrt sich der Zeuge. Oh, hallo. Was ist? Ich wollte noch die Bestelllisten durchgehen. Ja. Sagen Sie mal, Herr Boll, verstehen Sie denn eigentlich, worum es hier geht? Ihre Tochter verschwindet und Sie verschweigen uns, dass Sie zur fraglichen Zeit unterwegs gewesen sind. Ich habe doch gesagt, ich war die ganze Nacht zu Hause. Und Ihre Frau kann das bezeugen. Meine Mandanten leben in Trennung. Das betrifft auch Tisch und Bett. Naja, stehen hier ja genug Möbel rum, ne? Hein war Ingenieur. Bevor das mit der Krankheit losging. Schlaganfall? Demenz. Irgendwann konnte er sich nicht mehr konzentrieren. Eine Weile hat er noch Gelegenheitsjobs gemacht, aber dann... Und Sie kümmern sich ganz allein um Ihren Mann? Zweimal die Woche kommt ein Pflegedienst, aber den Rest der Zeit. Ist das nicht ein bisschen ein einsames Leben? So zusammen mit einem Mann, der nicht antwortet, wenn man mit einem redet? Und das sagt ausgerechnet der Vorsitzende des Clubs der einsamen Herzen hier in Münster? Sieht man mir das an? Würden Sie mit einer Frau zusammenleben, hätte die Ihnen wahrscheinlich schon längst gesagt, dass Ihnen bald ein Knopf Ihres Sackos abfällt. Oh, erwischt. Und vielleicht würden Sie etwas mehr Zufriedenheit ausstrahlen. Glücklicherweise sind ja nicht alle Menschen so scharfsinnig wie Sie. Tut mir leid, es kommt immer wieder die Psychologin durch. Wir können uns ja darauf einigen, uns nicht gegenseitig zu bemitleiden. Einverstanden. Falls Sie heute Abend doch noch Lust auf Gesellschaft haben, Sie wissen ja, wo Sie uns finden. Tschüss! Tja, dann steht wohl Aussage gegen Aussage. Tja, das wird dann wohl so sein. Falls denn Herrn Boll noch was einfallen sollte... Wird er sich im Präsidium melden. Wunderbar. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das von Bedeutung ist, aber ich hätte da noch was für Sie. Unsere Videoüberwachung vor dem Laden läuft rund um die Uhr.
Darf ich fragen, was Sie hier noch machen? Sie haben uns belogen, Herr Boll. Sagt wer? Ihre Überwachungskamera. Ja, das stimmt. Wohin waren Sie denn unterwegs? So spät in der Nacht. Ich konnte nicht schlafen und bin in der Gegend rumgefahren. Ja. Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Klingt alles irre hanebüchen. Dann verhaften Sie mich doch. Dafür reicht's nicht? Dann verschwinden Sie. Herr Boll. Raus hier, alle! Hey, und trotzdem, danke, Leute, echt. Und haltet durch, ja? Morgen ist Tag 3, ihr wisst, was das bedeutet. Kommt, wir gehen rein. Er ist ja doch noch gekommen. Mein Mann ist heute ganz gut ins Bett gekommen. Ach. Warten Sie kurz, ich besorge schnell was zu trinken. Okay. $6,20, bitte. Stimmt so. Aber ihr wart an dem Tag gar nicht hier. Trotzdem danke. Die Drinks gehen auf mich. Jetzt lass ihn noch mal in Ruhe. Ich sagte, mit dem stimmt was nicht. Der engagiert sich, genauso wie du. Ja, aber warum? Ja, das Gleiche kann ich dich auch fragen. Denn ich will einmal einer von den Guten sein. Wenn ich Emily jetzt finden könnte, dann... Das können wir nur gemeinsam. Also reiß dich zusammen. Danke. Mir gefällt es mir besser als da drin. Nicht so laut. Ja, und auch viel bequemer. Ja. Der Suchtrupp hängt ziemlich durch. Warum sind Sie nicht mitgegangen? Wegen Markus? Wir haben momentan nicht das beste Verhältnis. Er will, dass ich seinen Vater ins Heim gebe. Damit Sie auch noch was vom Leben haben. Ich bring's nicht übers Herz. Fragst Leute hier nach Emily. Ist doch nicht verboten, oder? Mich interviewst du gar nicht. Wann hast du Emily das letzte Mal gesehen? Weißt du, ich glaube, ich habe sie noch nie gesehen. Bin mir zufällig in die ganze Aktion hier reingerutscht. Weil ich der Erste war, der den Täter erkannt hat. Zwar nur aus der Entfernung, aber... Was soll denn das? Na, hast du schon wieder ein neues Opfer aus? Ich sorge dafür, dass du nie wieder eine Frau anfasst. Ja, ist gut. Leute, das ist der Typ, bei dem Emily ins Auto gestiegen ist. Wie bitte? Das stimmt nicht. Also, es stimmt doch, aber... Wie das denn? Hör auf! Da haben wir es doch. Wir sind dicht dran. Super. Finde! Ist das nicht einer aus Ihrer Truppe? Thank you.
Mann, Georg. Hallo, Ecki. Gut, dass du noch da bist. Glaubst du ja nicht, was gerade passiert ist? Vorsicht! Jemand hat dir gerade das Leben gerettet. Kann ich helfen? Wir brauchen zwei Krankenwagen. Schnell. Ich bin bei Ihnen. Oh. Ja. Hey. Verhindert, dass mein Freund Ecki überfahren wurde. Wann? Gestern Abend vor dem Club. Können Sie sich daran erinnern? Gestern? Ja, Sie waren ohnmächtig. Vielleicht eine Gehirnerschütterung. Da waren auch noch andere. Genau. Das Seniorgeweihte liegt nebenan. Ein paar Rippen gebrochen, aber sonst geht's ihm gut. Das wollte ich nicht. Ihr Einsatz hat verhindert, dass es den Falschen erwischt. Hein. Ich muss zu mir. Bleiben Sie liegen. Der Pflegedienst ist bestimmt schon da. Nein. Nein, heute nicht. Außerdem kümmere ich mich ganz allein um seine Medikamente. Kann das nicht Ihr Sohn machen? Nein. Ist meine Jacke hier? Ja. Greifen Sie mal in die linke Tasche. Die Tabletten liegen auf dem Sekretär im Wohnzimmer. Aber ich könnte doch den Pflegedienst anrufen. Nein, die kommen nicht außer der Reihe. Die Tabletten sind nach Wochentagen und Tageszeiten sortiert. Da können Sie gar nichts falsch machen. Bitte. Bleib, wo du bist, hörst du? Ich bin gleich bei dir. Ich dich auch. Hallo. Frau Holtkamp, schon so früh. Mit wem haben Sie denn da telefoniert? Entschuldigung, aber das geht Sie nun wirklich nichts an. Seit gestern weiß ich nicht mehr genau, ob ich überhaupt noch hinter Ihnen stehen kann. Keine gute Voraussetzung für eine Zusammenarbeit. Entweder Sie spielen ab sofort mit offenen Karten oder ich... Ich komme Ihnen da gern entgegen. Wir benötigen Ihre Dienste nicht mehr. Gut. Sie verlassen uns schon? Ja, Ihr Mann hat mir soeben gekündigt. Ach, dann haben uns die Sache mit der einvernehmlichen Scheidung also abgeschminkt. Frau Beul, ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Und ich hoffe, dass Emily bald zurückkommt. Morgen. Oh, ich bin nur kurz eingenickt. Schon klar. Danke. In diesen Gebäuden, im Umkreis von 30 Kilometern, wurden in den letzten 8 Jahren Schlosssysteme der Firma AlphaSec eingebaut. Alle Achtung. Ich habe das Ganze mal auf Kunden aus Münster und Umgebung reduziert. Und jetzt? Gebäude, die abseits liegen. Wow. Und jetzt? Orte in der Nähe des Horsthauser Landwegs. Autobahnkreuz Münster Süd. Wow. Wir sind echt ein prima Team. Die lassen uns hängen. Ich müsste auch arbeiten, wenn mein Chef mich nicht gefeuert hätte. Fristlos. Nur weil ich ihn als einen Lügner enttarnt habe. Leute, wo bleibt ihr?
Was ist? Ach du Scheiße. Ich bin nicht alleine. Gib sie mich nicht um. Hilfe! Hilfe! Sie haben eine Zweitwohnung. Jeder braucht seinen Rückzugsort. Sie sind nicht allein. Sie schon. Wer ist da drin? Verstehe. Sie ist volljährig. Sie könnte auch eine Freundin ihrer Tochter sein. Also eigentlich haben wir nur Französisch zusammen. Und in der Nacht, als Emily verschwunden ist, wo waren Sie da? Bin ich hier gewesen. Mit ihr. Die ganze Nacht. Geniales Versteck. Appeldorn? Tag, Herr Appeldorn. Kriegen Sie keinen Schreck, Ihre Frau schickt mich. Ich soll Ihnen die Medikamente geben. So. Na toll. So. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Jacke von Laura Diekmann. Irgendwas von Emily? Nee. Bislang nur Spuren von den ersten beiden Opfern. Was ist denn eigentlich mit dem zweiten Schlüssel? Stinknormaler Haustürschlüssel. Gibt's millionenfach. Selbst ich muss da kapitulieren. Einmal täglich. Schlucken. So ist gut. Prima.
Ihr Sohn spielt Speckbrett? Sowas hier? Alle haben schlaue Ideen, trotzdem sind wir nur zu dritt. Und wohin jetzt? Wir müssen uns aufteilen. Sag mal, hat dich hier jemand zur Chefin gewählt oder was? Es hat doch sowieso alles keinen Zweck. Der Typ wird Emily umbringen, so oder so. Markus, wenn du jetzt auch noch in den Sack haust. Ecki und du rechts, ich links. Hallo, Georg. Na? Gibt's was Neues? Im Internet ist ein Film von Emily aufgetaucht. Ziemlich heftig. Scheiße. Mann, die Zeit rennt uns davon. Wenn wir nicht bald die richtige Spur finden, dann... Vielleicht sollten wir mal bei der Familie Appeldorn suchen. Bei der Kriminalpsychologin? Ja. Ihr Sohn Markus spielt Speckbrett. Na und? Hab ich auch schon. Es gibt so einen Schlüsselbund mit so einem kleinen Anhänger, so einem Speckbrett. Der wurde neben dem zweiten Opfer gefunden. Was ist, wenn Markus Appeldorn den da verloren hat? Wie kommt's denn darauf, dass er ausgerechnet... Kurz darauf hat seine Mutter bei der Polizei gekündigt. Georg, sei vorsichtig mit solchen Verdächtigungen. Ja. Hast du denn eine Idee, wie man das beweisen kann? Indem wir den Schlüssel hier mit dem bei der Polizei vergleichen. Und wann genau wurde die Brücke am Autobahnkreuz fertiggestellt? Vor 3 Jahren. Hallo, Tag. Sorry, jetzt nicht. Und danach? Raum ohne Verwendung. Hm. Aber ganz kurz. Ja, das würde mich interessieren. Und der Schlüssel war tatsächlich die ganze Zeit verloren gemeldet? Wichtiges Gespräch. Wie heißt die Baufirma? Höher und Tiefer Straßenbau GmbH Münster. Oh, Entschuldigung, Oberbeck, das tut mir jetzt ganz leid. Idiot! Nein, nicht Sie. Ich ruf gleich nochmal an. Was ist jetzt? Hat sich schon erledigt. Sorry. Ja, super! Müssen wir das Anna nicht eigentlich sagen? Noch nicht. Wenn die Polizei da mit dem Großaufgebot anrückt, dann wird Markus Appeldorn auf Stur stellen und gar nicht mehr reden. Und wir erfahren nie, wo er Emily gefangen hält. Eben. Was ist dein Plan? Erkläre ich dir während der Fahrt. Herr Wilsberg, gut. Hat alles geklappt? Ich werde wahrscheinlich schon nach der Abendvisite entlassen. Jetzt brauche ich nur noch den Schlüssel. Was soll das? Das wissen Sie ganz genau. Sie waren doch damals über alle Beweisstücke informiert. Sie sollen ja schließlich ein Profil des Täters erstellen. Mann aus der Gegend, feste Arbeit, Familienanschluss. Was wollen Sie damit andeuten? In dem Moment, als dieses Beweisstück hier aufgetaucht ist, wussten Sie Bescheid. Der Mörder kommt aus Ihrem eigenen Haus. Ihr Sohn Markus ist der Täter und jetzt hat er Emily in seiner Gewalt. Niemals. Frau Appeldorn, was spinnen Sie sich denn da zurecht? Jetzt hören Sie doch auf! Oder wollen Sie, dass es noch ein drittes Todesopfer gibt? Was zum Teufel machst du hier? Deswegen haben Sie sich eingemischt. Sie wollten Ihren Sohn schützen. Den Mörder. Aber genau das werde ich verhindern. Lassen Sie das! Markus ist unschuldig! Chef, die haben den Täter. Wer hat wen? Angeblich Markus Appeldorn. Steht im Internet. Sie können mich doch mal mit Ihrem Internet. Wir setzen so einen Schwachsinn in die Welt. Markus ist jetzt vorgewarnt. Er wird versuchen, so schnell wie möglich bei Emily zu sein. Er muss so schnell erfahren.
Anna. Ich könnte mich ja selber ohrfeigen, dass ich so naiv war. Zu glauben, diesmal sei es ganz anders. Diesmal würden wir wirklich zusammenarbeiten. Hand in Hand. Ich kann dir das erklären. Ja, ihr braucht mir gar nichts zu erklären. Ihr habt ja schon der ganzen Welt erklärt, dass ihr schneller seid als die Polizei. Aber ihr habt dafür Beweismittel entwendet und das ist kriminell. Wir waren uns nicht sicher, ob unser Verdacht stimmt. Ja, und ich bin nicht sicher, ob ich euch noch jemals im Leben trauen darf. Los, kommen Sie rüber weg. 10 Kilometer quer durch den Wald. Für nichts. Scheiße. Was ist? Die haben die Mörder. Komm. Einer die Zeche geprellt. Ich hätte ihn fast erwischt. Mach dir keinen Kopf. Ausgerechnet Markus. Ja. Fast schon ein Glück, dass sein Vater davon nichts mehr mitbekommt. Sie kennen Hein Appeldorn? Mit ihm war die Nachtschicht nie langweilig. Der Vater von Markus ist Taxi gefahren? Ja. Hier? Das ist unser Standplatz. Ich dachte, der war Ingenieur. Vor seiner Krankheit. Und dann ist er noch ein paar Jahre mit dem Taxi über die Straßen gerollt, die er gebaut hat. Seit wann ist er eigentlich arbeitsunfähig? Ja. Holtkamp? Warum tun Sie mir das denn an? Markus. Sind Sie nicht Anwältin? Weshalb erfinden Sie dann solche Geschichten über mich? Tun Sie Emily nichts. Ich bin unschuldig. Markus, wir haben Beweise. Die werden mich umbringen. Beruhigen Sie sich. Ich komme zu Ihnen, okay? Wo sind Sie denn? Keine Ahnung. Gut, dann treffen wir uns bei Boll im Laden. Sie haben doch noch den Schlüssel. Hab ich. Da wird man Sie am wenigsten erwarten. Aber keine Polizei. Versprechen Sie mir das? Versprochen. Das war Markus Appeldorn. Und? Er will sich mit mir treffen, im Antikhof. Warum? Er behauptet, er sei unschuldig. Du willst doch nicht etwa dahin? Was ist, wenn er Emily in seiner Gewalt hat? Ich könnte versuchen, ihn zu überreden, sich zu stellen. Dann komme ich mit. Vielleicht ist er wirklich unschuldig. In unser Haus geholt. Wie hätte ich denn ahnen sollen, dass Markus so drauf ist? Wenn ich nur dran denke, wie oft Emily in ihren kurzen Röcken an ihm vorbeigelaufen ist. Jetzt halt einfach die Klappe! Wo willst du hin? Ich halte nicht mehr aus. Ich fahre zum Ground Control, zu den anderen. Und wenn wir Markus schnappen, werden wir notfalls aus ihm rausprügeln, wo er Emily versteckt hat. Oh Gott, Anna. Besser wir verschwinden. Hier, nimm einen. Ich fahr mit Alex. Hätten Sie sich doch bloß nicht zu dieser Internetaktion überreden lassen. Das hat uns alles Wilsberg eingebrockt. Hallo. Mal heran, bitte. Hallo. Kann ich mal? Na also. Geht doch. Anna Springer, Kripo Münster.
Hallo? Tag. Frau Appeldorn schickt mich. Sie hatte einen... Ach, Sie können offen reden. Der kriegt sowieso nichts mit. Nicht wahr, Herr Appeldorn? Sie hatte einen Unfall. Nichts Schlimmes, aber sie muss zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Und ich soll mich so lange um seine Medikamente kümmern. Na, da können Sie sich aber was drauf einbilden. Ich arbeite ja schon seit einem Jahr und ich darf da trotzdem nicht ran. Mhm. Wo sind denn die Tabletten? Im Wohnzimmer, ich hol sie. Von denen habe ich ihm schon eine gegeben. Wusste ich gar nicht, dass Herr Appeldorn was an der Schilddrüse hat. Ich denke, Demenz. Dieses Präparat hier sollte man bei Demenz gar nicht verschreiben. Ach. Ja, häufige Nebenwirkungen sind depressive Verstimmung, Verwirrtheit, Halluzinationen. Ja, ich bin dann auch soweit fertig hier. Tschüss. Den hat er schon eine bekommen. Davon braucht er täglich drei. Um ihn ruhig zu stellen? Wann haben Sie bemerkt, dass Ihr Täterprofil genau zu dem Mann passt, mit dem Sie verheiratet sind? Als dieser Schlüssel hier auftauchte? Vorher ist Ihnen der Gedanke nie gekommen. Also, wir alle wollen, dass die Straftat aufgeklärt wird. Wir alle wollen, dass Emily Boyle gefunden wird. Aber es kursieren Gerüchte. Markus Appeldorn war's. Ich werde nicht zulassen, dass hier eine Hetzjagd stattfindet, ist das klar? Aber Sie unternehmen gar nichts. Wir haben tagelang nach Emily gesucht. Wir waren so dicht dran, wir werden dieses Schwein jetzt nicht machen. Wir machen unsere Arbeit. Bewahren Sie Ruhe. Lynchjustiz ist auch eine Straftat. Ich werde mich hier einfach warten und nichts tun. Herr Jürgenheim, Sie dürfen hier nicht raus. Halt mich doch auf. Kommt mit! Ich weiß, wo Markus steht. Das ist Emilys Vater. Kommt! Nein, er hatte diese Sache mit der Schilddrüse. War unruhig, oft jähzornig. Stand ständig unter Strom. Deswegen hat er auch seine Stelle als Ingenieur verloren. Und als Taxifahrer gearbeitet. Damals... Ich wusste, dass es ein Mann war, der frustriert war in seinem Beruf. Und in seinem Privatleben. Welcher Mann mag es schon, wenn seine Frau erfolgreicher ist? Aber nicht jeder wird deswegen zum Triebtäter. Ich habe ihm heimlich die doppelte Menge seines Medikaments gegeben. Das hat ihn immer ruhiger gemacht. Und ich wusste, dass er es nie wieder tun würde. Und Emily? Hein kann schon seit Monaten nicht mehr alleine aufstehen. Diesmal ist er unschuldig. Keine Angst, ich weiß, wie du dich fühlst. Mir ging's genauso. Und jetzt? Abwarten. Bisher weiß noch keiner, wo wir sind. Ach. Sam 98 ist gar kein Name mit Geburtsjahr.
Wer auch immer unter dem Namen postet, er kennt sich hier im Laden aus. Ey, ich hab damit echt nichts zu tun. Wirklich. Keine Ahnung. Was und die fahren alle zu Beul. Als ob die wissen, dass Markus sich da versteckt. Ich wollte nicht, dass die Polizei was mitkriegt. Da ist keine Meldung eingegangen. Wir haben die den Falschen. Scheiße. Es ist vorbei. Komm, ich könnte noch mehr heulen. Wir drehen noch ein Video. Hier. Wir haben es jetzt schon übertrieben. Wenn ich richtig krass auf Opfer mache, dann gehen die Kommentare durch die Decke. Emily, sag mal, kapierst du es nicht? Die wollen Markus killen. Wir müssen aufhören. Sofort. Nein. Doch, endgültig. Hast dich so schön bei den Bullen eingeschleimt. Einen auf lieben, netten Computer-Nerd gemacht. Am Ende bist du doch nur Loser. Plötzlich alle her? Die Emily-Seite im Netz ist tot. Keine Infos, keine Aufrufe, nichts. Die werden dich umbringen. Versteck dich! Anna, du musst sofort kommen, zum Antikhof. Hier gerät gerade richtig was außer Kontrolle. Wo haben sie ihn versteckt? Bitte, wir wollen doch vernünftig bleiben. Verdammt, Alex, sie kannten die Mädchen. Wir wollen einfach nur Gerechtigkeit. Ja, wir wollen Gerechtigkeit. Markus soll einfach rauskommen und die Wahrheit sagen. Und er traut sich nicht, hä? Typen wie Markus sind Abschaum. Mehr nicht. Komm raus, Mann! Ich hab nichts getan. Überleg's dir genau. Egal, ob er schuldig ist oder nicht. Wenn du jetzt abdrückst, gehst du mindestens 20 Jahre in den Knast. Außerdem sagt Markus die Wahrheit. Er war es nicht. Sein Vater war es, Hein Appeldorn. Er hat die beiden Mädchen umgebracht. Aber hier geht es jetzt um meine Tochter. Schieß ihm ins Knie! Dann redet er bestimmt. Jetzt hast du Panik, was? Da weißt du, wie Emily sich fühlt. Hört auf damit! Emily! Schatz. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Du bist Sam 98. Du hast alles nur vorgespielt. Bravo, Schnellcheckerin. Hast du überhaupt eine Ahnung, was wir deinetwegen durchgemacht haben? Natürlich nicht. Wahrscheinlich hast du irgendwo vor einem Laptop gesessen und dich kaputtgelacht über uns. Ich kann verschwinden, wann und wie ich will, kapiert? Sag mal, hast du sie noch alle? Wegen dir hätte ich beinahe jemanden erschossen! Habe ich dich drum gebeten? Wie bitte? Ich wurde für einen Mörder gehalten. Mein Auto wurde beschmiert. Dumm gelaufen. Was? Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Sag mal, interessiert sich hier eigentlich wirklich irgendjemand für mich? Meine Eltern? Oder meine Freunde vielleicht? Die Leute aus meiner Schule, ha? Huh? Dem bin ich doch scheißegal. Sie haben alle mal gemerkt, wie das ist. Wenn ich einfach plötzlich weg bin. Ich wollte doch nur wissen, was ich euch wert bin. Das müsst ihr doch verstehen. Müssen wir nicht. Was du getan hast, war kriminell. Vortäuschung einer Straftat. Das ist mehr als nur ein kleiner Mädchenstreich.
Dustin. Chef, auf Hashtag Wo ist Emily tut sich was. Na super. Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir hinken völlig hinterher. Doch was, Overbeck. Wir sind wie immer die Ersten. Ach, Emily. Entschuldigung. Warum bist du eigentlich nicht zu deinen Leuten gegangen und hast gesagt, Leute, hör zu, ich habe ein Problem. So direkt von Angesicht zu Angesicht. Ganz ohne diesen sozialen Netzwerkquatsch. Also nicht digital, analog. Analog. Genau. Das ist nur was für alte Säcke. Dann gebe ich als alter Sack dir mal einen Rat. Wenn du irgendwann mal was Wichtiges zu sagen hast, dann sag's nicht da, wo jeder Idiot seine Meinung rauszwitschern kann. Richtige Freunde gibt's nur im richtigen Leben. Die Seite Hashtag Wo ist Emily ist abgeschaltet. Endlich Schluss mit Superdustin. Tja, ich würde sagen, maßlose Selbstüberschätzung. Aber vielleicht sind die ja aufgewachsen mit ihrer überzogenen Selbstdarstellung. Arme Digital Natives. Also Jungs, Zeit für einen richtigen Kaffee im richtigen Leben. Wie wär's? Hm? Ich komm nach. Ich hab noch was vor. Kannst du mit mir fahren? Hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain. Get you on your feet again.